Leute, hier kommen irgendwelche Ritter aus irgendwelchen Portalen. Das ist vielleicht nicht. Und die gehen ins Wasser und direkt auf mich zu. Soll ich kommen und helfen vielleicht? Nö, ich glaube, ich verpiss mich. Meinst du im Haus nicht? Nee, ich soll ein Bus herkommen. Kann mal einer schlafen? Warte, ich schlafe. Ich rette dich, Fussel, ich rette dich! Zurück in Donut. Oh, was rennen sie? Also, ich soll da nochmal hin? Ich weiß nicht, das können wir mal zusammen machen. Vielleicht. Markierst du mal irgendwie so die Nähe zumindest. Also, die sind auch im Wasser. Was ist denn das für ein Portal? Aber ich will mich nie mit denen anlegen. Na, das sind wahrscheinlich übelst die krassen Dudes. Eben, und gerade jetzt wäre Kacke. Ja, dann komm zurück. Oder ist ein Portal mitten im Nix? Okay. Da könnten wir ja dann nochmal beim nächsten Mal oder so auch mal hin. Ich kann es nur nicht markieren so richtig, ne? Ja, du kannst da ungefähr den Wegpunkt setzen. Also, ich habe jetzt geguckt, ich weiß es ungefähr. Ja, wir finden das schon. Unten, wie machen wir die Abtrennungen für die Wände? Wir haben die im anderen Haus gemacht, auch mit Eichenholz, oder? Ja. Also hast du noch Eichenholz? Ja, ich habe noch ein bisschen. Ich hol mir was. Also ich guck mal, wie viel wir noch unten haben. Ich weiß ja dann wahrscheinlich offscreen. Viel schlimmer ist, der Fussel muss dringend aufs Klo, aber hat jetzt gar keine Zeit dafür. Ja, wie wäre es, wenn wir wirklich mal so ein Feld machen, wo Bäume hier jetzt, wie gesagt, anbringen. Alles in Arbeit, jetzt hätt's doch nicht. Ja, gerade jetzt wäre es halt irgendwie interessant, ne? Kann er nicht immer alles gleich haben? Doch. Ich will. Du willst jetzt erstmal heil nach Hause kommen. Das ist richtig. Oh, Creeper. Ich darf nur nicht auf meinen neuen Stuhl pinkeln. Wäre schlecht. Ja, das wäre nicht so geil. Auf den wie viel 1000 Euro Stuhl? Knapp 1000. Bitte was? Ja. Habe ich nicht selber bezahlt, keine Sorge. Gesponsert. Sozusagen, ja. Weil als mein Geschäftsstellenleiter gegangen ist, hat er allen nochmal was geschenkt. Echt jetzt? Ja. Und mir wurde gesagt, ja, dann nehmen sie irgendwie so. Hallo, Fussel. Hi, ich bin mal eben weg, ja, gib mir eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. Schutz. Was? Da vorne kannst du auch noch egal machen, ne? Ja, aber ich setze jetzt erstmal Eichenbäume, wie wär's denn damit? Morgen. Einfach mal wegen willkürlich dahin. Zack, 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 zack. Mal wegen Bäumen rein bauen. So, Eingangsbereich hier. Zack, 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 zack. So, hier oben ein bisschen eng, aber das macht nichts. Das ist ja hunzelig, das ist ja alles okay. Bräuchte eine Axt eventuell. Wie macht man nochmal Türen, bin ich jetzt da? Wie man Türen craftet? Ja. Zwei Reihen von oben nach unten, glaube ich. Ah, nebeneinander, ne? Ah ja, okay. Hast du's? Nee, Moment. Ah ja. Was brauchst du? Nee, Axt, aber ich craft mir eine, weil du brauchst ja, denke ich, auch eine. Das ist übrigens das G29. So, wo war ich gerade stehen geblieben? Ja, ist kein schlechtes. Nö, ne? Ne, ist ein gutes. Also
Sagen wir zweckgemäß, für deine Zwecke ist es auf jeden Fall ausreichend. Ja, ich denke, für Bus-Simulator 18 reicht das, oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn du jetzt so mit Friends vielleicht vorhast, professionell Simracing zu betreiben, würde ich dir vielleicht jetzt nicht unbedingt davon abraten. Ja, aber da ist Fanatec dann doch schon besser. Ja. Aber so, für unseren Fusselchen geht es schon. Du könntest doch dann eigentlich bei Senioren Zock mitmachen, oder? Wenn die mich aufnehmen, aber nicht, dass die sagen, ich wäre so ein junger Hüpper. Weißt du? Nee, die sagen wahrscheinlich, wenn dann du bezahlt. Ja, die werden wahrscheinlich sagen, immer. Fussel. So. Jetzt brauche ich mal Eichenholz, Niklas. Ja. Sag doch was. Ich hab noch genug auf Tasche. So, wir packen mal die Rucksäcke aus. Na toll. Hast du ja viel eingesammelt, Niklas. Danke. Wo ist die Bergfahrt? Ich vielleicht wieder übertrieben. Da unten. Um Eingangstür kümmerst du dich, oder? Haben wir das so ausgemacht, hab ich gedacht. Naja. Scheiße. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe das Gefühl, ich habe übertrieben, oder? Nein. Fussel. Bitte was? Passt schon. Weitermachen. Ja, doch, ich finde das ganz cool hier. So, dann kann ich den restlichen. Frage: Wollt ihr bei euren Zimmern auch ein komplettes Glasdach haben für die schöne Aussicht oder nicht? Ja, da wo ich schlafe, kann gerne Glas sein, damit ich in den Sternenhimmel gucken kann. Ich sehe den Sternenhimmel. Weißt du, kann ja sein, dass ich vielleicht mal so eine kleine Hexe mitnehme, ne? Also ja. Wie Blocksberg? Na, da laufen ja so ein paar ältere Damen rum, weißt du? Sind die Zimmer denn auch gleich groß oder gibt's hier gleich Prügeleien, wer welches Zimmer? Was ist denn das hier für eine verschlungene... Ah, Niklas, es steht schon dran, natürlich, klar. Guck dir mal dieses Riesenzimmer an, weißt du? Also das hier Zimmer hier drüben ist größer. Nee, wer zuerst kommt, mal zuerst, ne? Wollen wir den verprügeln oder was, oder? Klatschen immer einfach ein. Ich hab das kleinste Zimmer. Ja, weißt du, ich hab das kleinste Zimmer. Niklas. Ja, natürlich. Sagt mal, Hühner, hat der Niklas euch angefasst? Warum seid ihr eigentlich so viele geworden? Was macht der Niklas hier für komische Sachen mit euch? Alter, Fussel, was ist denn kaputt mit dir? Wieso, was denn? Alter, die ganze scheiß Truhe, das ist eine doppelte Truhe, die ist halt dran. Ja, ich hab aber noch ein bisschen was im Inventar, weißt du? Ich weiß ja auch nicht, warum immer so kleine Truhen baut. Ja, aber das baue ich gleich selber. Okay. Fussel, wo bist du? Im Hühnerstall. Ich will dir mal was zeigen. Aber ohne Motorrad. Wo ist der? Ach, da hinten. Wo der Hühnerstall ist? Warte. Ich baue rohes Fleisch. Ich brauche rohes Fleisch. Ja, Zweifel, Schweinböden. Will dir was zeigen? Möchtest du mir denn zeigen? Warte. Auf jeden Fall schon mal Glas machen, das brauche ich auf jeden Fall. Guck, pass auf. Dann brauchen wir dit. Haben wir irgendwo eine freie Fläche? Da. Mhm. Guck, pass auf. Naja, Eier kannst du wahrscheinlich nicht mehr tun. Ja. Aber das kannst du reintun. Der funktioniert nur so? Lecker, lecker Marsch. Ich habe gedacht, wir bräuchten noch Strom oder so. Ich wollte eigentlich erst Kohle reintun, aber... Ja, da werden eure Brüder und Schwestern drin gebacken. Keinen Sand, das kann doch nicht sein. Und wo kommt die Küche hin? Wissen wir das schon? Ja, ich bin gerade am Basteln. Okay. Ah, siehst du? Aber wenn man reingeht zur Tür quasi, habe ich so einen kleinen Windfang gemacht. Und da soll quasi die Küche rein. In den Windfang? Ne, da. Richtig, dass wir keinen Sand haben? Doch, da. Nimm mal das Glas aus dem Ofen mit. Wer? Niklas. In welchem Ofen? Irgendeiner brennt und da ist Glas drin. Ja, 12, aber das nützt ja nicht viel. Das reicht mir aber. Ja, mir aber nicht.
Das ist ja dein Problem. Ja, aber ich benutze jetzt einfach die 12 Glas, wo ich hier hab. Also nicht mehr. Die hab ich ja gebrannt. Ja, ich hab dir dafür 3 Stacks reingesteckt. Hat jemand Bock auf einen kleinen Eierkuchen? Ein Kürbiskuchen? Kühlschrank! Alter, really? Mir kann den... Alter, nice one. Kann ich da Eier reintun? Ich denke, ich kann es mir vorstellen. Da brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eisenblöcke. Komm, das checken wir mal aus, bitte. Was? Wo? So, ich gehe natürlich jetzt ein bisschen weiter weg. Woher habe ich jetzt 7 Glas? Hast du die mir jetzt gegeben? Zugesteckt. Ja. Möchte irgendwann gleich schlafen gehen? In naher Zukunft. Mit wem? Das ist mir egal, das könnt ihr handhaben, wie ihr wollt. Brauch noch ein bisschen Eisenfussel, wenn noch was in deiner... Großeisen? Ja, ich hab schon raus. Da habe ich nur 3x64 und 32. Könnte eng werden. Das wird interessant, wirklich. Möchte irgendjemand schlafen gehen? Wir haben gerade andere Probleme, Niklas. Ja, ich bin nicht in der Nähe eines Bettes. Ich kann dir dann leider gerade nicht helfen. Wobei, ich glaube, ich bin jetzt... Jetzt kann ich wieder. Ich habe mal eben die Kiste wieder voll gemacht. Hast du super gemacht. Sehr schön. Da, 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 da. Wer hat denn hier sein Bett rausgerissen? Wer wohl? Merkst du, Jules? Es ging ihm nicht schnell genug, weißt du? Ja, aber uns anmotzen, verstehst du? Aber natürlich. Also kaum, dass er gerochen hat, dass er die Chance hat, sein eigenes Bett und Zimmer, zack, weg. Endlich weg von euch. Es war jetzt lang nur schlimm mit euch. Diesen miefigen Geruch bei euch da. Miefiger Geruch. Nur weil ich ab und zu mal Knoblauch und Zwiebeln esse? Du auch? Und dann furzt sich wie ein Iltis. So, ich brauche einen Ofen. Wo war denn der Kühlschrank? Einen Ofen und eine Truhe. Brauchst du noch Eichenholz, Schulz? Nee, erstmal nicht. Okay. Aber eventuell gleich. Wer drückt denn immer die Hochstelltaste? Welcher Assi? Au. Aha. Was googelst du schon wieder, Fussel? Was? Ich google nicht. Ich hab da oben ein Schild hingehängt. Weil der Niklas, ne, der plant ja hier und der macht ja so enge Gänge, weißt du, anstatt mal 2- oder 3er Gangbreite zu machen. Nein. Ne, macht er hier so einen Schlauch wie so ein Pottwalgebärmutter, weißt du? Alter, wie viel Eier hast denn du, Fussel? Ja, mindestens 2. Das halte ich für ein Gerücht. So, hier unten ist es ja alles Schulzeingebiet. Gibt mich nichts an. So. Wie heißt denn die Mod mit den Haushaltsgegenständen? Mister? Also zusammen Mister, Clay. Was? Nee, warte mal. Mister, auf jeden Fall Mister. Mister ist schon mal. Strawberry, moin moin! Mister. Warte. Mister Crayfish. Wenn du Mister Crayfish eingibst, dann kommt er schon. Zusammen. Okay, dann wollen wir noch mal gucken. Was haben wir denn? Eichenholz, Kaffeetisch. Steintisch. Stühlchen. Schwarz. Ach du meine Güte.
Gut, das ist nur Wolle, das kriegen wir hin. Grey Lamp. Wolle, Obsidian. Ja. Vorhänge, Jalousien. Leck mir am Arsch, was geht mit meinem alles? Spielchen los? Das weiß keiner. Ist jetzt gerade in den Fenstermodus getappt. Und wenn ich auf Vollbildmodus drücke, geht er auf meinen zweiten Bildschirm. Das ist natürlich geil. Läuft bei mir. Lüft. So. Wollen noch ein Waschbecken? Ja, ist ja interessant, ne? Was? Zwei Truhen? Das müssen sogar Eichentruhen sein. Für was bist du gerade zuständig? Nee, ich guck gerade mal, dass ich hier vielleicht einen Nachttisch baue, ein Faxgerät, ein Computer, weißt du? Okay. Kriegen wir denn auch eine Gemeinschaftsbadewanne und so? Wie schaut denn das jetzt eigentlich aus mit Quarzblöcken? Was hat der denn gemacht? Hast du da irgendwas gefunden? Nö. Also wenn, dann ist es jetzt im Sortiermodus. Das war immer noch nicht fertig. Natürlich nicht, das dauert. Und das dürfte auch richtig Performance gerade ziehen. Genauso wollte ich haben. Glaube. Ne, das ist Marmor, das ist dieser komische normale Marmor, ne? Wobei, ich habe hier weder Eichensetzlinge noch Chilisamen reingepackt. Ja, das habe ich rein. Ist das denn schon verbunden? Ne. Wo läuft denn das jetzt hin? Auch mit unten rein. Ich habe nur Platz gebraucht. Wie ist denn das mit dem Essen? Ist das jetzt oder nicht? Ne, noch nicht. Ich warte ja, bis der Niklas fertig ist. Ach du Scheiß, das kann ja ewig dauern. Wie mit was fertig? Ja, genau. Papierkorb. Aber hier sind jetzt Lebensmittel und so weiter drin, das ist ja nicht so geil, ne? Nee, ist nicht optimal. Noch nicht. So, da oben ist aber schon alles. Können wir da jetzt massenhaft, oder? Alter Fussel! Was denn? Fussel, ich hab was gemacht, was dich sehr zufrieden stimmen sollte. Nämlich? Wo bist du? Oben. Also ja, Lager oben. Warte, ich Lager oben. Lager oben. Oberes Lager. Da, pass auf. Mach mal Rechtsklick drauf. Das ist ein Mülleimer, ne? Ja. Und wenn du da was reintust, warte mal, was ist es weg? Und dann auf MD drückt, ist es einfach weg. Cool. Da oben ist halt auch ein Haufen Zeug. Ich hab da schon mal ein bisschen angefangen. Ja, ich wollte gerade schon ein bisschen mitsortieren hier. Was denn? Welcher Arsch hat da jetzt irgendwelche Bäume gepflanzt? Ich. Machst du sowas? Wollen wir auch Holz brauchen? Ach, Schulz. Warum fällst du doch einfach? Ich meine, ist ja nicht so, als ob mir. Nee. Ich wollte gerade meine Aussicht genießen, ein schönes Käffchen trinken, ne? Mann. Schlimm mit dem, ich sag's euch. So. Schlimm, verstehst du? Ja, ich halt mich da raus. Du kriegst das schon hin. So. So, das geht da rein. Und was ist das denn überhaupt? Setzling, noch so ein Scheiß. Sag mal, die Schilder, die waren doch schon mal, die hatte ich doch schon mal irgendwo hingetan, oder? Ah, jetzt weiß ich ja, wie Quarzblöcke gehen, Fussel. Ja. Eigentlich total einfach. Viermal Netherquarz. In einem Viereck. Ja, da dürften wir ja ein bisschen was von haben, ne? Ich glaube oben, ja. Alte Kuriosität. Was? Es ist und bleibt ein Rätsel. Ja, warum denn nicht, ne? So, Waschbecken. Ein Eisen, zweimal Knopf. Zack. Knopf. Knopf. Und... Ich hoffe, das war das ein Minecart? Ich weiß gar nicht.
Müssen wir nicht irgendwo Gleise haben? Wo sind denn die Gleise gelandet? Die Standardgleise. Hast du welche rein? Hm, was? Wo? Ich glaube, oben habe ich welche rein. Ich habe extra hier schon. Oh. Da. Na, oh, natürlich. Können wir eigentlich die Decke noch einen Tick höher machen? Dann schaut halt das Ding wieder raus, ne? Was für ein Ding? Die Linie, wo ich gezogen habe mit den Kisten, dass wir das verbinden. Ich meine nur, ob wir die Decke eins höher machen können, nicht mehr Kisten rein. Ja, die Decke eins höher, dann kommt ja irgendwann bei der Säule. Wo bist du? Da, guck, pass auf. Das meine ich. Deswegen habe ich ja... Ach so. Weil das wäre ganz gut, wenn wir vielleicht noch Schilder oder so hier, weil das ist schwierig gerade, schwierig. Ja, da müssen wir uns was einfallen lassen. Hier irgendwas zum Beispiel, was habe ich denn jetzt wieder in der Hand hier? Die erste Kiste ist alles, was irgendwie mit, oder die ersten zwei Reihen ist eigentlich alles, was so mit Ups und Hölle und so zu tun hat. Ja, wobei diese Kristalle zum Beispiel, die würde ich ja nicht Richtung Hölle tun, oder? Sondern eher Richtung Kristalle. Nee. Haben war nur nicht? So grob einsortiert, halt, ne? Ja. Weil da drehst du eh durch. Mhm. Was ist denn jetzt mit der Nahrung? Kriegen wir die jetzt endlich mal weg, oder? Wenn der Niklas mal hier... Was macht der denn? Ja, was denn? Ich bin doch schon fertig. So, das liegt an dir, Jules. Ich hab mein Haus gebaut. Der Rest ist deins. Mit begehbarer Speise? Wie gesagt, alles unten kannst du dich austoben. Ich hab aber gesagt, ich will eine begehbare Speise im Grundriss. Ja, dann musst du die da eben unten einbauen. Unten ist, hast du genug Fläche rein. Einmal, ey. Ja, schlimm ist das hier, schlimm. Wir haben schon 0:35 Uhr. Boah. Echt? Mhm. Schaut doch schon fast wohnlich aus, Fussler. Ja, brauchen wir noch Licht. Das kriegen wir hin. Also, dass hier kein Creeper kommt. Was haben wir denn für schöne Laternen? Warum habe ich hier zwei Betten drin? Nicht da! Das ist schon wieder so eine Frechheit von dem Gaming, weißt du? Noch gar nicht. Wie der sich da die Möbel schon reinholt. Das sieht so ein bisschen aus wie Leopardenmuster, weißt du? Richtig ekelhaft. Deswegen will er ja meine begehbare Speise nicht machen, weißt du? Das ist ja so eine richtige Rattenhöhle, weißt du? Und ich wette mit dir, gleich wird wieder irgend so ein armes Huhn. Komm mal mit und zack. Das kann durchaus passieren. Das ist so traurig. Widerlich. Ekelhaft, möchte ich sagen. Ich mach da wieder im Lara-System rum, dass wieder gar nichts zu dir ist, verstehst du? Mhm. Ja, haben wir irgendwo Leder? Müssen wir irgendwo Leder haben? Leder. Ist das Leder oben? Wahrscheinlich. Würde thematisch auch nach oben passen. Wir können ja mal. Nach der Thematik keine Thematik zu haben. Bin ich aber gut. Wollen wir eventuell noch eine Treppe runtergewärts machen? Wo willst du eine Treppe hinmachen? In unserem Wohnhaus runterwärts. So eine kleine Treppe, dass ich da das Lager reinmachen kann. Wie sich's halt anbietet, wa? Ich mein. Ich denke, da brauchen wir auch ein recht großes Lager. Hm.
Jetzt habe ich das falsche Bett abgebaut, Mann. Arschlochfussel. Was? Nix. Rechts, so. Muss mir mal Gedanken um meine Spitzhacke machen. Ich glaube, ich brauche dafür Material. Oh, das hast du ganz schön eng gemacht, Niklas. Das habe ich ganz schön eng gemacht. Alter, was ist denn bei dir kaputt? So, das ist hunzelig. Brauchst du wegen Laternen? Wenn du Laternen da hast, keine brauchst. Ja, das kann ich schon. Also warte, sorry. Geh. Ich hab. Moment. Weihnachtsbeleuchtung. Gut, ist ein bisschen spät, wenn die Folge auf YouTube rauskommt. Dann ist Weihnachten sowas von zum vorbei. Ja. Really? Hier gibt's auch einen Griller. Da können wir einen Grill bauen. Ein Sprungbrett, ich kann endlich mal vernünftig hier Dings bauen, weißt du? Ist ja nice. Ich will schon nice. Also die Mods meine ich jetzt, ne? Also ich kann mal Bilder machen. Boah, aber für einen Deckenventilator, ne? Ein Redstone-Block. Wobei, andererseits ist es gar nicht so teuer eigentlich, ne? Ich finde hier nur Rahmen. Wir können auch eine Parkbank draußen hinbauen. So für die alten Obers, ne? Mhm. Ja. Weißt du, dann könnten wir draußen sitzen, nicht? Hier wird aber viel mit Beton gearbeitet. Ich glaube, ich mache das mal außerhalb der Aufnahme, dann richte ich mir das Zimmer schön ein. Mach mal. Stock. Ich bin mal eine Sekunde wieder da. Und dann verwüste ich natürlich auch Niklas Zimmer. Ja, und meins dekorierst du auch noch mit, oder? Ja, da weiß ich auch nicht, wie du es haben möchtest. Nicht, dass ich dir das zu modern mache oder so, weißt du. Ich glaube, ich nehme auch ein schöneres Bett. Hauptsache, die Schafe halten die Schnauze. Aber wenn ich eins nicht ab kann, weißt du, wenn dann hier so eine ganze Zeit mehr... Warum hat er das denn so eng gebaut? Gibt es da einen Grund für? Ich weiß nicht. Weil der Treppenaufgang ist schön breit und dann kommst du da in so einen schmalen Gang. Das verstehe ich nicht so ganz. Wow. Weil hunzelig schön ist. Hunzelig. Ganz einfach deswegen. Okay, das geht schon mal nicht. Dann lassen wir das. Hier schwimmt eine Spinne. Ist das eine Schwimmspinne? Ja. Schwimmen Spinnen nicht allgemein alle? Ich glaube nicht lange. Bin ich mir nicht so sicher jetzt. Auf Anhieb. Oh nein, hat irgendjemand eine Schere oder Wolle? Scheiße. Nö. Habe ich nicht hier irgendwo Wolle irgendwo rein? Nee, ne? Ach, lecken Sie mich doch an die Eier. Nö. Auf gar keinen Fall. So, wo soll ich jetzt hier in diesem Kack-Dings Wolle finden? Finde ich schon niemals. Ganz vergessen. Ja, so viel Wolle haben wir auch gar nicht, oder? Ich hab irgendwann mal ein paar bisschen Wolle geschoren und da rein. Weißt du was, bevor ich das finde, es macht keinen Sinn. Dann mache ich mir lieber eine neue Schere und... Dings, das. Du musst jetzt das Küchenlagersystem, also Hasenzähnchens. Die Küche ist ja super, aber wie willst du denn da die ganzen Lager reinmachen? Fällt mir da gerade ein. Ja, da soll ja kein Lager rein. Ich will hier kochen. Hier, eine riesige Wand voller Essen. Lass mir mal überlegen, Fusselchen. Aber ihr müsstet doch unten eigentlich genug Platz haben, um da noch einen extra Raum für das ganze Zeug zu machen. Nee, wir machen das anders. Ich reiß mal kurz deine Tür hier ab. Das ist meine. Ja, deine Haustür halt. So, ja, die Haustür ist mir egal, die gehört zu dir unten. Oben nichts abreißt.
Das mir egal. Ich muss mich nur mit Bienen beschäftigen. So sieht das aus. Boah, ey, das leckt aber auch wieder, ne? Es ist völlige Frozen.